Willkommen zurück zu Witcher 3 Wildhunt. Wir befinden uns irgendwo im Mittelhain, glaube ich. Also irgendeinem komischen Dorf mitten im Nirgendwo. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass hier jedes Dorf Mittelhain heißt. Zumindest die Theorie habe ich mir da aufgestellt. Das ist so groß hier. Gut, hier hinten ist nichts mehr, aber trotzdem. Sag mal, wo kam ich hier eigentlich an? In dem Gebiet hier. Ich kam doch hier irgendwann mal raus, oder? Wo war denn das? Ach nee, Heidfeld hieß der andere Ort. Na gut, Mittelhain, Heidfeld. Aber wie viel es hier noch zu entdecken gibt, ist echt der Wahnsinn. Also ich habe hier noch richtig viel zu tun. Ja. Teufelsprobe? Boah. Alter, da bin ich aber irgendwie gespawnt, oder? Ich weiß gar nicht. Taverne am Scheideweg? Was war ich denn? Also auf jeden Fall gibt es hier noch mehr zu tun. Eigentlich will ich zu dieser Stadt zum Baron, beziehungsweise eigentlich möchte ich ja nicht dahin. Oder dahin, erst recht. Das ist, glaube ich, wie ihn selbst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es hier noch... Was ist das denn für ein Ding? Verfügbare Quest? Achso, ja gut. Also auf jeden Fall gibt es hier noch jede Menge zu tun. Ich glaube, ich werde nicht die ganzen Leben... Also wir werden uns jetzt langsam, aber sicher konstant in diese Richtung Stadt bewegen für den nächsten Auftrag. Aber natürlich nehme ich noch alle Aufträge nebenbei noch mit. Und aktuell klären wir einen... Mordfall auf mit insgesamt. Also das Schöne eigentlich an der Witcher-Welt ist, dass Leute nicht einfach sterben, gewaltsam, sondern immer einen Geist hinterlassen, sodass die Fragen aufwerfen. Also du verschwindest nicht einfach in die Vergessenheit, sondern tatsächlich, naja. Hallo Dorfel, ist da Bocco. Sehr gegrüßt. Oh, Bokai. Was willst du? Zula. Zula und Bokai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Zula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Na toll. Soll das heißen, dass unsere Zula die Erscheinung ist? Das kann doch nicht sein. Die war so ein gutes Mädchen und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht, aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Zula, gütige Götter. Na toll. Naja, ist ja meistens so. Kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Erscheinung vertreiben, das ist... Ah ja gut, ich kann den Fluch nicht brechen, weil der Typ wahrscheinlich nicht da ist. Ja, das ist... Weiß nicht. Gibt es nicht irgendwie so ein Allheilmittel für Flüche, dass man einfach mächtig mit einem Silberschwert rumhantiert, bis das irgendwann mal das Heidliche segnet? Das kann ich mir vorstellen, wäre eine gute Taktik. So, den Schreck kann ich übrigens nicht aufrüsten. Oh, das war F4, nicht F5. Oha, letzte. Oha? Ja, ich finde auch oha, oha, oha. So, brechen wir hier mal aus. So ist gut. Hanna aus den Wäldern. Wo er Zula aus den Wäldern. Was haben wir hier schönes? Ein Feuer? Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ja. Ich weiß nicht so richtig, was die Kameraperspektive hier gerade macht, aber ich sehe da vorne... Was zur Hölle? Warten wir gerade, was ist hier los? Also ich mache gerade nichts, möchte ich mir nebenbei bemerkt haben. Ich glaube, ich habe das Spiel verbuggt. Ja, ich glaube, ich habe das Spiel verbuggt. Ich kann nichts machen gerade. Ah, jetzt wieder. Weird. Da vorne hat es noch Gegner. Das ist schon wieder Deserteure. Aber ich glaube, die haben nämlich so einen Waffenaufrüstungsstein. Ja, das sind Deserteure. Immer noch reißt ihm die Eier ab! Ja, das bezweifle ich. Muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Feuertor gegen Menschen. Also, ich könnte ja mal ein paar. Ich könnte ja mal ein paar schwere Schläge ausführen, aber das funktioniert gar nicht so gut. Jetzt muss ich vorhin hinterher so weit zurückrennen, um diesen Typen aufzusammeln. Ja, Zauberei ist klasse, oder? Ich finde, das gibt einen einfach den Vorteil gegenüber normalen Gegnern. Dum, 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 dum. Das ist aber auch ein schrecklicher Tod, ich soll den guten Mann erlösen. Du wirst es nie lernen. Nee, ja, ganz. Ich glaube nicht, dass er. Oh, aua! 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 Ich reiß dir den Schädel ab und wir sind einen Halt. Das. Oh. Also austeilen können die Deserteure ganz schön gut. Also es ist. Die nehmen halt gut Schaden, die Freunde. Oh, noch wie gerade Langschwert. Das ist natürlich schön, das können wir direkt. Oh, ist das denn hier ein toter Bauer? Nee, das. Anzünden? Achso, der. Ach nee, das ist ja nur der Typ. Ich muss Paste, ein paar bisschen Geld. Mach mal, ich müsste schon passen. Naja, gut, das ist. Jetzt hier so ein paar Deserteure rumzunieten, war jetzt vielleicht nicht so. Ach, das ist gar kein. Ach, das ist kein Schwertaufrüstungsstand. Das ist einfach nur.
Das Hinweisschild dafür, dass hier halt so ein Deserteurlager ist. Verstehe. Und dann können wir das Feuer wieder ausmachen. Na gut, so viel dazu. Dann müssen wir wohl mal warten. Nein, ach Mann. Was habe ich denn noch? Pfeffer? Oh, ich habe noch zwei Wolfsleber. Stimmt, die habe ich ja vorher noch gefunden. Oh, also der Pfeffer ist jetzt nicht so bekannt für seine unsägliche Lebenspunkte-Regeneration. Na gut, dann machen wir erstmal Quicksave und dann meditieren wir mal eine Runde. Wo ist eine Meditation? Ah, da ist Meditation. Bis zum Sonnenuntergang. Jo, dann warten wir mal kurz bis 18 Uhr. Oh, Alkoholtest. Mit Hirnschein wurde ich mystisch. Das ist schön. Das ist schön. Dum, 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 dum. Jo, und jetzt? Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ach so, ach, das war ursprünglich der Plan. Dass Meditation bis 20 Uhr gemacht wird, aber irgendwie hat das nicht geklappt, deswegen war das so komisch. Ich esse mal eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Ja, es ist doch schon 20 Uhr. Na gut, dann warten wir halt noch bis 21 Uhr. Sieht ja hübsch aus. Hanna aus den Wäldern, das ist ja schön. Ich denke mal, wie für alle Geister dieser Welt ist auch wieder hier das Irrenzeichen dieses. Aua. Ich habe nichts Besseres mehr zu trinken als Meister Vesimas. Okay, dann kann ich die Quest hier nicht machen. Ja, das ist so ein bisschen sehr stark für mich. Habe ich das Gefühl, habe ich echt nichts anderes zu essen? Wirklich nicht. Chemie und Handwerk, nützliches. Aber ich habe wieder Schwalbe, fällt mir gerade so auf. Ich habe echt nur noch Alkohol. Dass ich auch schön den Alkohol in mich reingeschwemmt habe, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Okay, gut, das war jetzt nicht ganz so gut. Ja, gut, das ist also das Irrenzeichen ist dringend notwendig. Ich bräuchte eigentlich noch ein größeres Irren. Aber wirklich, weil das Vieh knapp nicht drin steht? Ach. Verdammt. Oh nee, das ist. Warum müssen alle Erscheinungen über diesen Unsinn machen? Mit dieser Regeneration? Was soll denn das? Das kriege ich nicht tot, das Vieh. Das macht mir zu viel Schaden und ich habe. Oh, aua. Okay, kein Wunder, dass die Dorfbewohner von dem Vieh Angst haben. Das ist in der Tat recht stark. Na gut, dann retten wir einfach weiter. Mach ich das mal ein andermal. Das ist ja. Die rennt ja nicht weg, die Nacht erscheinen. Wir haben ja alles. Wir haben ja den ganzen Detektivteil schon erledigt. Und die Erscheinung wird wahrscheinlich die Dorfbewohner noch eine Weile. Ja, na gut, das ist ja. Eigentlich eine relativ safe Geschichte, oder? Da können wir den Dorfbewohnern einfach sagen: Ja, Freunde, pass auf. Ihr solltet vielleicht nachts nicht mehr rausgehen, das ist nicht mehr sicher. Das ist, ich kann das gerade nicht machen, weil ich habe gerade kein Geld, keine Ausrüstung dafür, aber ich bin mir sicher, in Zukunft, wenn ich mal irgendwann mal ein besseres Schwert gefunden habe, dann kann ich euer Problem in Hand und Reh lösen und dann könnt ihr mich ausbezahlen. Haltet das Geld warm. Oder, ja. Ja, wenn ihr bloß nicht die lange Ladebildschirme. Immerhin kühlt meine Grafikkarte um 2 Grad ab, während so ein Ladebildschirm, weil es dann die Grafikkarte nicht so viel machen muss. Das ist schön. Ey, Passivkühlung auf dem Motherboard, das ist echt ein Fail. Also, das sieht so schlecht aus, meine ich. Auf meinen zumindest. Egal, weiter geht's nach zum Baron, wollte ich, ne? Ja, prinzipiell können wir nicht genau den Weg lang reiten. Wie reite ich da am besten dahin? Also, wohnt hier nicht Kira? Ich muss kurz gucken, ob da nicht. Oder ich kann ja mal kurz gucken, ob ich die Kira-Quest nicht schnell machen kann. Ist das da, wo ich denke, wo es ist? Nee, ist es leider. Ey, warum habe ich jetzt immer noch die andere Quest aktiv? Ich habe doch gerade. Ah, jetzt. Jo, ich war richtig. Dann kann los, ich ja. Lauf! Ja, also viel Spaß mit eurer lustigen Nachterscheinung. Das,
würde sicherlich unfassbar viel Freude machen. Das hat auch keiner gemerkt, dass da draußen irgendwie so ein Punkt rumliegt oder so anderes Zeug. Das muss da eigentlich irgendjemand aufgefallen sein, oder? Ja, naja, egal. Reiten wir da schnell hin zu Kira, mal gucken, was die uns zu sagen hört. Das, keine Ahnung von Kira, jetzt bin ich immer sehr gespannt. Ein kleines Hexenhaus. Langsamer. Ich hatte sogar noch eine verbesserte Rüstung, das fällt mir jetzt erst auf. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Es war übrigens 8 Uhr morgens. Oh, was ist er denn? Das ist aber eine schlechte Übertragung. Oh, ist das ein Toter? Kira, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Ich war in der Gegend vielleicht? Was machst du in Wien? Hast du schon, das habe ich schon mal gefragt, oder? Ich kann mit dir handeln? Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Aber auch nur, weil ich hoffe, dass was... Was soll man hier alles? Kleiner Morana? Ich kann die Dinge alle herstellen. Was kostet das alles? Oh, hier hat vor allen Dingen unendlich viel Geld bei. Was soll man hier? Gift? Trank der Leerung. Alle müssen zurückgesetzt, den können erneut eingesetzt werden. Okay, das ist natürlich ganz nett. Brauche ich jetzt aber nicht. Aber gut zu wissen, dass es sowas gibt. Ah, siehst du, die Bücher wollte ich auch mal lesen, was ältere. Na gut, sie hat leider nur Tränke, das ist natürlich sehr schade. Kann ich hier noch was. Aber die hat aber Geld ohne Ende, oder? Naja, verdammt, ich kann ihm auch nichts verkaufen. Schade, ich dachte, ich hätte meine ganzen Händen, meine ganzen Fälle los. Gegenstände zum Verkauf. Achso, weil wahrscheinlich gerade bei ihr ist es unverkäuflich. Kann ich hier noch was herstellen? Gut, ich könnte blau... Warte, ich kann... Ach so, warte, ich kann blaue Mutagene aufwerten. Das ist ja cool. Dann mache ich das mal eben. Das ist jetzt nämlich ein normales... Ein grünes Mutagene? Ach so, Vitality plus 100. Ui, das ist natürlich auch gut. Weil man kann die kombinieren, das ist gut zu wissen. Also ein großes könnte ich auch noch bauen. Das ist ja cool. Die Meteorium-Bombe kann ich auch noch bauen. Das brauche ich dafür. Okay, von mir aus. Welche magische Fähigkeiten? Okay, das Ding bauen wir definitiv noch. Tanzender Stern. Ich baue mal alle möglichen Bomben, die ich gerade bauen kann. Katze? Ich habe noch keinen Katzentrank gebraucht, dann brauche ich den auch noch. Jo, verfluchten Öl. Ich denke mal, das ist eine Verbrauchsware, oder? Ach komm, ich stelle das trotzdem her. Wenn ich gerade die Zutaten dafür habe, dann baue ich jetzt mal kurz alles. Dann habe ich das Wesen. Also, Lampe? Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Nein. Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Ja, für sich selbst wahrscheinlich eher nicht. Aber wahrscheinlich für den Menschen, oder? Ja, da ist klar, dass Kira so eine Tränke kennt, weil ich denke mal, die Zauberinnen, die halten sich ja unendlich lange am Leben. Und wahrscheinlich, es wird in den Büchern immer gesagt, naja, die trinken welche Tränke und hauen sich irgendwelche Absurde in die Sicht, dann war's das. Aber ich denke mal, dass das ganze Jungbleiben ist ein bisschen komplizierter, weil man muss wahrscheinlich den Körper gesund halten, vor allen Dingen das Gehirn und alles andere, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, wie es sich anhört. Na gut, bitte. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Fezzerat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf hat. Oh, war ich da nicht mal bei den Turmen? Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus.
Ja, das, das, und warum? Das, fragen wir erstmal also Fragen. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Woher wissen die denn das? Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Toll. Ja, und wollen wir zum Fluch brechen? Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Ja, das ist sich jetzt, also sich als Hexe zu verstecken, ist glaube ich ziemlich schwierig. Also das ist, weil, wenn man überlegt, welchen Berufen gehen so Frauen in mittelalterlichen Welten nach? Also du bist entweder Kind von irgendwelchen reichen Leuten und wartest darauf, verheiratet zu werden. Und dann verbringst du wahrscheinlich den Rest deines Lebens entweder mit Kinder gebären, erziehen oder irgendwie Stickereien machen. Oder, Essen kochen wahrscheinlich auch nicht, wenn du reich bist, aber... So, dann bist du entweder Bauer. Rin, in diesem Fall, also Bäuerin. Dann stehst du auf dem Feld den ganzen Tag. Das ist schon mal als herumreisende Hexe vielleicht nicht so cool, wenn du das irgendwie als Undercover-Job machen musst. Und vor allen Dingen sind Bauern wahrscheinlich ziemlich argwürdig und da fehlt dir auch ein bisschen die Fähigkeiten für. Das fällt schon mal auch aus. Das kannst du noch mal, du kannst als Hure arbeiten. So, gut, das ist vielleicht der Zauberer gar nicht so schlecht, aber Huren werden öfter mal umgebracht und vor allen Dingen vielleicht auch nicht gerade ehrenwürdig zu berufen. Das ist, da könnte man vielleicht über den eigenen Stolz, das ist natürlich schwierig. So, was sollen machen Frauen sonst in mittelalterlichen Welten? Also wir haben vielleicht 5 Frauen gesehen, die irgendwann Armee gedient haben und die waren allesamt entweder aus... Ja gut, du könntest ganz weit weggehen nach Sirikanien, da scheint es ja auch die verrückten Sirikanierinnen zu geben, die scheinen da irgendwie das mit der Geschlechterverteilung nicht ganz so ernst zu nehmen. Also, beziehungsweise die haben einfach gar keine, die machen doch wie alles. Weil, na gut, und sonst? Was macht so eine Frau in so einer mittelalterlichen Welt? So viele Berufe gibt's da nicht. Bei Terry Pratchett wird das auch mal beleuchtet. Da wird die Tochter des Todes, oder die Groß... Die Nichte des Todes wird einfach, Kindererzieherin, weil das ist, beziehungsweise irgendwie Lehrerin ist sie, weil es einer der wenigen ehrwürdigen Berufe in der mittelalterlichen Welt ist. Und das kann ich irgendwie voll nachvollziehen. Das ist echt wenig. Also du kannst halt wenig machen, was nicht Zauberei ist, als Frau, um dich irgendwie zu verstecken. Ich meine, als Mann ist es relativ einfach. Da kannst du dann stellst dich halt irgendwo hin im Wald, machst einen auf Einsiedler für 300 Jahre. Gut, das kannst du als Frau auch machen. Aber der männliche Einsiedler wird, glaube ich, mehr ernst genommen. Machst einen auf Druide oder keine Ahnung was. Irgendwas, aber du arbeitest als Schreiber in der Stadt. Als Zauberer kannst du sowieso lesen. Also, du hast auf jeden Fall jede Menge Zeug, um deine eigene Identität zu verbergen. Da kannst du viel, viel Zeug machen. Irgendwelche langweiligen Jobs, die halt absolut keine Aufmerksamkeit sich tun, wo du wahrscheinlich 200 Jahre lang arbeiten machst, kannst, bevor irgendjemand auf die Idee kommt, dass der Schreiber schon ganz schön doll alt ist. Oder irgendwie sowas. Also, du kannst ja auch regelmäßig wechseln. Also, da sehe ich echt ein Problem drin. Na gut, ich werde dir helfen. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Das wäre großartig. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Ach, noch mehr. Das ist ja lustig. Das wird ja mal besser hier. Ich muss mal kurz gucken, welches Level das... warum kommst du nicht mit und wartest hier? Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Oh. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. Das ist wohl richtig. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Na, das ist ja toll. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Na toll. Na gut, wie funktioniert die scheiß Lampe? Wie funktioniert die Lampe eigentlich?
Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Was sie nicht alles bei hat. Du beschreibst einfach, was du siehst und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Toll. Was wir nicht alles hier kriegen. Dann haben wir noch ein Walkie-Talkie gekriegt. Ich weiß übrigens, was ein Xenogloss ist. Ich frage trotzdem mal. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Und kann nur Stimme. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Walkie-Talkie quasi. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Na toll. Kann das über beliebige Entfernung? Ich glaube, weil eigentlich ist normalerweise Magie ziemlich entfernungsbegrenzt und hier. Wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Was? Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Tja, today I learned. Na gut, dann auf zur Röselinsa. Bitte nicht jetzt sofort. Soll ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. Gut. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Ja. Na gut, so viel dazu. Gut. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Witcher 3 Whitehand. Macht's gut bis dahin. Tschüss.